gesittet und erster Debattenredner, Herr Abgeordneter Dr. Johannes Jarolim, bitte. Der Justizsprecher der SPÖ. Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, Kolleginnen und Kollegen, ich darf gleich eingangs den Herrn Bundesminister, der heute mit nahezu sonnengegerbter Gesichtheit unter uns weilt, herzlich dafür danken, dass im Rahmen der StGB-Novelle etwas geglückt ist, was wir zunächst nicht angenommen und vermutet haben und was aus meiner Sicht eine echte Bedrohung gewesen wäre und die zeigt, welche Kräfte hier offensichtlich auch in der Regierung tätig sind. Also offenbar über Wunsch des Herrn Bundeskanzler Kurz sollte beim Terrorismusbegriff, bei den Begrifflichkeiten zum Terrorismus, eine klarstellende Passage, die bis dato immer im Gesetz drinnen gestanden ist, nämlich, dass Terrorismus dann nicht quasi ausgeübt wird, wenn die Tat sich auf die Herstellung und Wiederherstellung demokratischer und rechtsstaatlicher Verhältnisse und die Ausübung oder Wahrnehmung von Menschenrechten richtet. Das heißt also, es wird ausdrücklich geklärt oder war geklärt, ist jetzt wieder, muss man dazu sagen, dass dann, wenn die Leute quasi Menschenrechte einzuhalten im Fokus haben, wenn sie also hier Grundrechte verfolgen, dass das nicht, was eh klar ist, eine terroristische Tat sein darf. Diese Bestimmung ist aus mir völlig unerklärlichen Gründen über Wunsch des Herrn Bundeskanzler Kurz aus der Passage gestrichen worden, woraus sich natürlich der Fokus derer, die also jetzt verfolgt hätten werden können, weil man ihnen unterstellt, ihr seid zwar für die Menschenrechte, aber es ist trotzdem eine terroristische Handlung, enorm erweitert worden. Und dass das jetzt nicht so ist, ist einerseits darauf zurückzuführen, dass nicht nur die SPÖ, sondern viele auch die Opposition insgesamt hier dagegen Sturm gelaufen ist, natürlich auch die Vertreter der vernünftigen Organisationen draußen und dann letztlich auch dem Justizminister Moser, der dann gesagt hat, ich lasse mir das jetzt nicht mehr einreden, ich streiche das aus und dann hat in der Regierung nichts mehr jemand das nicht mehr gesagt und so kann man eigentlich auch Fakten schaffen und ich möchte also da wirklich Ihnen, Herr Bundesminister, herzlich dafür danken, dass Sie sich hier durchgesetzt haben im Sinne der Sache selbst. Ansonsten ist wir stimmen dem Gesetz nicht zu. Es ist logistisch sehr schlecht aufbereitet. Muss man sagen, es hätte auch besser aufgearbeitet werden können. Da können Sie nichts dafür. Das sind Ihre logistischen Einheiten, Herr Minister, im Ministerium. Letztlich schon etwas, aber ich meine, die müssten eigentlich dann dort das besser machen, was etwa die Frau Professor Reindl-Grauskopf hier ausgeführt hat, die also in einer sehr, sehr fachmännischen Art und Weise darlegt, warum hier das Gesetz in der Form hätte nicht zustande kommen sollen, wie es heute hier zustande kommt. Im Übrigen hat auch der österreichische Rechtsanwaltskammertag hier davor gewarnt, Dinge in das Gesetz hineinzuschreiben, die Verdoppelungen sind, die eigentlich jetzt eh schon gelten und die in Zukunft dann die Frage aufwerfen, warum, wenn etwas ohne dies schon gilt, soll eine weitere Passage dort etwas abgeändert, nochmal drinnen stehen, sodass man darüber diskutieren muss, was soll jetzt nunmehr wirklich gelten. Und das ist natürlich logistisch völlig unsinnig. Es ist ein gewisser Aktionismus, dem das Haus des Herrn Justizministers hier offensichtlich dienen wollte. Aber im Grunde genommen das Erfreuliche an der ganzen Geschichte ist, dass die Passage, die ich vorhin gesagt habe, was jedenfalls nicht Terrorismus ist, gestrichen wird. Und dafür danken wir jedenfalls ich herzlich. Dankeschön. Ins neue Strafrechtsänderungsgesetz wird der Tatbestand Reisen für terroristische Zwecke aufgenommen. Das Gesetz wird mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ verabschiedet werden. Die SPÖ wird nicht zustimmen. Johannes Jarolim hat gerade erklärt, warum.